Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft Remastered. Jawohl. So, wir sind hier bei unserer Hauptbase und werden hier einmal noch ganz kurz ein paar Schilde upgraden. Ich bin bereit. Ich finde schon, also beim Lichtdesign, du merkst, es ist so ein altes Spiel, ja. Aber manchmal beim Archon merkt man es so, der passt irgendwie nicht so ganz rein. Ihr habt nicht genügend Mittel. Ach, baue ich schon. Wir werden angegriffen. Bin ich nicht gerettet? Schade. Aber hier werden die Gegner. Sollen wir mal ganz kurz gucken, von wo die Gegner kommen. Für Ayur. So hier soll nicht. Mal ein bisschen Map Vision geben. So soll es sein. Aber ich glaube, das ist eine Luftmap. Ich glaube, das ist hier eine reine Luftmap. Sprich. Zack. Da kommt einer noch. Eine Map, da wo die Gegner, da wo man den Gegner nur über Luft erreichen kann. Der dann hier ist. Gut. Und deswegen muss ich mit Shuttlen da drüber schicken. Aber was ich dafür jetzt auch machen kann, mich komplett vor Angriffen schützen, indem ich hier einfach das Küstchen absafe. Dass den Gegner nur hier auf der Brücke spawnen können von mir aus. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bauen wir hier ein. Wir werden angegriffen. Wo ist hier der Dark Templar? Hier ist einer. Und hier ist einer. Aha. Dachten Sie sich mal, gehen wir mal weg. Das war das Schild-Upgrade. Das nächste Schild. So, wir safen erstmal die Basis hier. Wir sollen natürlich, dürfen wir nicht übertreiben mit dem Türmchen, ja. Wobei eine sichere Basis natürlich einiges an Ressourcen spart, indem man nicht ständig neue Gebäude bauen muss. Und wir so die Chance bekommen könnten, die Einheiten wie die Overlords muss ich dann langsam echt mal schützen. Ich baue jetzt hier drüben einfach nochmal ein, um das hier abzuschließen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Und zwar hierhin. Während wir das hier machen, so, da kommen schon wieder Gegner. Ah,
Das ist halt echt lästig. So, der einzige Blindspot wäre quasi hier. Und wir haben, da wo keine Photonenkanone dran ist. Aber wir haben mehr Vespingarde, also wir können dann schön anfangen mit Forschen und so Zeugs. Für unsere Shuttles. Ja, hier haben sie schon diese komischen Wellen. Ja, beim Kartendesign, da kannst du nicht drauf bauen. Mann, Mann, Mann. Natürlich ist dieser Ball hier nicht safe, ja. Also wenn hier mehrere Gegner auf einmal kommen, dann ist der gleich natürlich gebrochen. Aber der hält auf. Und das ist jetzt blöd, dass ich hier nicht so viele reinbekomme. Und wenn uns die Gegner nicht attackieren können, haben wir nur das Problem, dass wahrscheinlich unendlich viele Einheiten sich bei ihnen drin sammeln. So, und du kannst jetzt hier mit rangehen. Und damit sind wir schon mal sicher. Yay! Irgendwo hat sich was ausgegraben. Hier. So, hier machen wir die Schilde. So, und hier greifen sie an. Da waren sicher Einheiten drin. Ja. Wir haben schon mal einen voll beladenen Overlord verloren. Und das tut, glaube ich, ihnen mehr weh als mir die Kosten dieses Walls. Den wir hier eigentlich einmal ganz kurz erweitern können. Um ein paar Kanönchen. Damit er wirklich einfach hier sicher ist. So. Dann geh du nicht hier mit rein, sondern hier hin. Und fang mal an, hier einen Raumhafen zu bauen. Und noch einen Raumhafen. Dann gehst du da wieder ran. So, und damit verlieren die Gegner jetzt kontinuierlich an uns Ressourcen. Weil immer wieder, na guck, er lädt jetzt schon hier aus, lädt hier in den nächsten ein, die sammeln sich jetzt hier. Hier haben sie wieder 100 verloren. Hier 100 verloren plus ein bisschen was, was drinnen war. Also, easy. Wir müssen sie jetzt nur attackieren, bevor uns die Ressourcen ausgehen. Das heißt, schön Ressourcen abbauen. Corsair Scouts. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Schade, ich dachte gerade irgendwie, ich kann ein Dingens mir ranholen. Einen Träger. Hatte gerade die Hoffnung. Und wurde bitter enttäuscht. So.
Operation erfolgreich. Dachte ich mir gerade, irgendwas was habe ich doch da falsch gemacht. So. Dann das Support Dock. Oder das brauche ich. Oder kann ich Shuttles so bauen? Ich kann Shuttles sogar so bauen. Da ging eine Hydra auch mit drauf. Das habe ich gesehen. Das war jetzt gerade ein Geräusch von das Pinkelsee erschöpft. So, mein Plan, den ich habe, ja. Coco White. Ist mit Luftunterstützung hier an dem Punkt erstmal mit den Korsaren ausmachen und dann dunkle Templer runterschicken. Wann habe ich den gebaut? So, und in der Zeit forschen wir noch. Schaden, Rüstung, Reichweite. Hier brauchen wir nichts. Hier brauchen wir nichts. Teleportation erfolgreich. Teleportation erfolgreich. Tja. Sie sammeln hier wieder. Und Schilde Rang 3, oder? Das ist halt schon hart ärgerlich, ja? Da kann man schon sagen. Mich würde das ärgern. Gewaltig ärgern. So. Das Problem, was wir halt haben, dadurch sammelt sich hier eine gewaltige Ansammlung an Einheiten. Die nicht rauskommen. Verasculio. So soll es sein. Der ist schon voll. Auf zum Angriff. Nee. Kontakt. Bereit für den Kampf. Hier hin. Auf zum Angriff. Bereit für den Kampf. Oh, endlich. Ah, ihr macht es alle auf ein. Spinnt ihr? Ihr seid doch bekloppt. Das hat mir jetzt den ganzen Plan durcheinander gewirbelt. Ah. Mache ich mir hier wenigstens. Sag mal! Seid ihr eigentlich völlig behindert? Ihr könnt doch da nicht mitkommen. Wir schaffen uns hier bloß einen Lande. Einen Landeraum, ja? Für unsere Shuttles. Um hier einfach noch mehr dunkle Templer ranzuschicken. Zurück. So. Während wir davon reden, bauen wir natürlich auch noch hier drei neue und hier drei neue und räubern mit diesen hier weiter. Wir können zwar keine Luft angreifen, ja. So soll es sein. Aber. Oh. Ja.
Oh, der wird sterben. Schade. Schade, schade. Aber wir kriegen hier wenigstens eine Lande-Basis-Dingens hin. Upgrade komplett, dann gleich mal Rüstung. Und was auch ein Plan von mir ist, den ich jetzt gerade geschlossen habe, ist das Ding. Räuber. Ja, Räuber. So. Das ist mir jetzt nämlich gerade so eingefallen. So. Plop, 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 plop. Nächster Angriffstrupp. Zack, 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 zack. Ich warte. Damit haben wir. Die sehen uns. Warum sehen die uns? Wegen dem hier. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir warten, bis die schneller sind. Wir warten, bis alle sechs vier Typis da sind. Prep Damage. So. Da sind sie. Und die laden wir hier gleich mal aus und danach stürmen wir das. So. Nee. Kommt mal hier hin zurück. So. Wollte ich zwar eigentlich nach die Folge beenden. Oh, aber. So. Wir sind ja gerade schon an einen Dingens dran. Oh, kriegt er den kaputt? Kriegt er den irgendwie kaputt? Dann hätten wir nicht den ersten schon aus dem Spiel. Jawohl! Wir haben Nummer Uno aus dem Spiel. Und Nummer Due machen wir in der nächsten Folge. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!